Ich wollte immer die Welt retten. Diesen wunderschönen Ort. Doch je näher man kommt, desto deutlicher erkennt man die große Finsternis. Ich habe es am eigenen Leib erfahren, vor langer, langer Zeit. Wie lautet deine Mission? Den Krieg zu beenden. Welchen Krieg? Den Krieg, der alle Kriege beendet. Mit Waffen, die tödlicher sind, als du es dir vorstellen kannst. Die Welt kann uns gehören. Wer du auch bist, du bist in größerer Gefahr, als du denkst. Ich kann nicht tatenlos zusehen, wenn Unschuldige ihr Leben verlieren. Sei vorsichtig, Diana. Wer ist diese Frau? Sie ist meine Sekretärin, Sir. Eine sehr gute Sekretärin. Es ist unsere heilige Pflicht, die Welt zu verteidigen. Und das werde ich tun. Diana! Eine Frau denn in so etwas kämpfen? Kämpfen? Wir wenden unsere Gesetze an. Obgleich ich nicht abgeneigt bin, ein paar Fausthiebe auszuteilen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Ich baue dir ein Haus. Genau hier. Es wird unser Haus. Ich fahre mit Mildred nach Washington, damit wir heiraten können. Würde ich mir gut überlegen. Kraft des mir durch den District of Columbia verliehenen Amtes erkläre ich Sie nun zu Ehemann und Ehefrau. Hier sind Sie! Richard! Was machst du im Bett mit dir? Ich bin seine Frau. Das hat hier nichts zu sagen. Richard Perry Loving, ein Weißer, und Mildred Jeter, eine Farbige, haben rechtswidrig als Ehemann und Ehefrau zusammengelebt. Richard! Das ist Unrecht! Ich bin davon überzeugt, dass die Sache bis zum obersten Gerichtshof gehen könnte. Wir haben noch niemandem was getan. Der Staat Virginia wird argumentieren, dass es unverantwortlich sei, Mischlingskinder in die Welt zu setzen. Sagt der Frau, sie soll rauskommen. Ich will nicht, dass unsere Kinder hier groß werden. Mir egal, was sie mit uns machen. Geh mit Peggy ins Haus! Ich kann für dich sorgen. Das weiß ich doch. Ich kann für dich sorgen. Ich weiß, dass wir Feinde haben. Aber auch ein paar gute Freunde. Dieser Fall könnte die Verfassung der Vereinigten Staaten verändern. Denken Sie, dass Sie verlieren? Wir verlieren die kleinen Schlachten. Aber wir gewinnen den Krieg. Gibt es etwas, das ich den Richtern am obersten Gerichtshof von Ihnen bestellen kann? Ja. Sagen Sie denen, dass ich meine Frau liebe. Wir sind stolz, den Mann der Stunde bei uns zu haben. Mr. Tupac Shakur! Du musst für etwas einstehen. Du
musst für etwas leben. Und du musst bereit sein, für etwas zu sterben. Dein Stiefvater ist ein Revolutionär. Deine Mutter hat mir gesagt, dass sie gerade einiges durchmacht. Manchmal müssen die Menschen neue Wege gehen, um zu sehen, wer sie sein können. Das ist die einmalige Gelegenheit, Revolutionäre und Gangs zusammenzubringen. Und du kannst sie vereinen. Was geht, New York? Ich glaube, Biggie Smalls ist in der Haus. Wir haben großen Einfluss, Mann. Nutzt das, um was zu verändern. California. Die Menschen lieben deine Musik, Tupac. Du kreierst ein Bild für deine Fans. Das ist oft nicht schön, aber es ist echt. Ich zeige, was auf den Straßen los ist. Ich zeig drauf und bleib dabei real. Ich habe gehört, dass das FBI eine 4000 Seiten dicke Akte über dich hat. Nur 4000, ha? Es gibt drei Dinge, die schlecht an Gangster-Rap sind. Es ist obszön, es ist obszön, es ist obszön. Sie wollen Positives für Schwarze bewirken, indem sie negative Begriffe wie Thug und Outlaw benutzen. Du musst ihre Welt erstmal betreten, um sie daraus zu befreien. Viele wurden mit einem Schwanz geboren, sind aber keine Männer. Ich bin ein Mann. Death Row ist mehr als ein Label. Es ist eine Lebenseinstellung. Es ist ganz einfach. Entweder du bist für uns oder gegen uns. Der Mann, den ich kannte, wollte seine Stimme nutzen, um aufzuklären. Um Menschen zu vereinen. Jada, wenn er sich mit mir anlegt, dann muss er dafür bezahlen. Man muss eine Bewegung starten für unsere Leute, damit sie in Sicherheit sind. Die Kameras sind nur auf mich gerichtet. Wieso? Weil ich Tupac bin. Sie werden dir alles geben, was du brauchst, um dich selbst zu zerstören. Wir dürfen diejenigen, die uns verletzt haben, nicht hassen. Denn sobald wir sie hassen, sind wir nicht besser als sie. Darf ich mich zu dir setzen? Hey, der Typ da... Nein, sorry. Zu dir? Er meint nicht dich, sondern mich. Bitte? Kennst du dich verpissen? Du lenkst ihn ab. Hey! Was führt dich nach Südamerika? Machst du hier Urlaub mit deinem Freund? Ich bin hier mit, meiner Mom. Warum siehst du aus wie eine Imkerin? Die Sonne ist sehr gefährlich. Mom, kann sein, dass das ein bisschen viel ist. Hier fehlt was. Und hier. Lass uns ausgehen. Haare, Make-up, Titten, wir gehen heute aus. Emily, ich werde hier nachts nicht vor die Tür gehen. Sei nicht immer so ängstlich. Dafür hat sie aber einen guten Grund. Einer von vier Touristen in Südamerika wird gekidnappt. Das ist nicht wahr. Eins, zwei, drei, einer wird vermisst. Ich habe einen Mann kennengelernt. Du trinkst mit einem Mann in einem fremden Land. Das ist clever und verantwortungsbewusst. Wir brauchen ein abgefahrenes Abenteuer. Wo zum Teufel sind wir? Auf der Panoramastraße. Ach, die Lieber! Oh mein Gott! Wie ist deine PIN-Nummer? Tu alles, was er sagt. Hab ich schon gemacht, bevor du es mir gesagt okay. hast. Eins, zwei, drei. Hier. Oh Gott. Ich wollte sie ändern. Ich hol uns hier raus. Bitte vertrau mir. Mann, komm schon! Denkst du, dem Typen geht's wirklich gut? Ich hab sein Gehirn gesehen, also... Kannst du mich nicht ein bisschen aufbauen? Hilf uns! Mom und ich wurden gekidnappt! Außenministerium. Meine Mom und meine Schwester wurden entführt. Sie haben doch sicher eine Spezialeinheit. Vier Kriminelle aus dem Untergrund, die zu Unrecht für ein Verbrechen angeklagt wurden. Klingt nach dem A-Team. Genau, das A-Team. Haben Sie ein A-Team? Wieso hab ich mich von dir überreden lassen? Ich hätte auf dich hören sollen. Ich hab dich lieb. Das ist schön, aber wir müssen hier raus. Wir müssen hier echt raus. Okay. Mom, wir müssen uns gegen die wehren, Mom! Wir schaffen das. Mom, das war der Knaller! Du pinkelst den falschen Bitches ans Bein. Ja. Los. Ich zähle jetzt runter, ich mach das. Bitte, bitte. 100. 99. Bella Brown. An diesem Mädchen war nichts normal. Sie wuchs zu einem wahrhaft sonderbaren Sonderling heran. Nur sie und ihre Bücher. Oh, hallo, Entschuldigung. Ich habe nicht mit Ihnen gerechnet, Mr. O'Brien. Die Angelegenheit ist dringend, Miss Brown. Ich habe eine Beschwerde erhalten. Was? Von wem? Ich kann das nicht verzeihen. Sie lassen all das, was die Natur ihnen bietet, verkommen. Pflanzen und ich, wir verstehen uns nicht so gut. Das ist keine Vernachlässigung, sondern mehr Angst. Sie haben dafür genau einen Monat Zeit. Ich mach mir was vor. Ich bin keine Schriftstellerin und erst recht keine Gärtnerin.
Was machen Sie, wenn Sie nicht gerade Pflanzen umbringen? Ich wollte nur etwas Ordnung machen. Ich glaube, das war auch Hitlers Plan für Europa. Wie heißen Sie eigentlich? Bella. Alle nennen mich Billy. An Ihrer Stelle würde ich beim Schreiben bleiben. Besessen Sie nur einen Funken Menschlichkeit, würden Sie mir helfen! Wie legen wir einen Garten an? Wie bleibt es von April bis Oktober interessant? Schnell lesen mag ja gehen, aber schnell Gärtnern nicht. Du hast neulich ein Stück Papier liegen lassen. Mir gefällt dein mechanisches Vogelding. Würdest du es gern sehen? Mein Vogelding. Das ist Luna. Sie fliegt mit Licht, sogar mit Mondlicht. Deswegen Luna. Es ist ein unbeschriebenes Blatt. Die Chance zur Erschaffung eines eigenen Meisterwerks. Ich würde gern wissen, was da passiert. Ja, ich auch. Rose hatte eine Leidenschaft für das Leben. Und ich sehe, dass genau dies auch in ihnen steckt. Ich verstehe es einfach nicht. Dass so eine hübsche junge Frau wie du ohne Mann da steht. Das ist die Uniform. Da haben die Männer Angst. So ein Schmarrn. Jetzt habt's Kundschaft. Was ist deine Eltern schon gesagt? Ist aber schon klar, dass in ein paar Wochen unser Kind kommt. Naja, niemand darf uns zusammen sehen. Maria und ich, wir werden eine Familie. Willst du heiraten, Tochter von unserem Boss, Donatella? Was? Donatella habe ich das letzte Mal gesehen in der Eisdiele in Neapel. Da war ich 5. Die haben heute einen Toten aus der Odelgrube gezogen. Was hätte ich denn mit dem machen sollen? Zersägen, begeizen, einkochen, was weiß ich. Es gibt Lebensumstände, da fordert einen die Unvernunft geradezu heraus. Er ist so sensibel wie... ein Mädchen. Ja, Frau Pavlovic, was soll denn das mit dem Gewehr? Wir haben doch eine Leiche. Dafür brauchen sie aber einen Waffenschein. Ja, sicher. Brauche ich den von meinem Mann? Rocco, wo bleibst denn du? Es ist etwas dazwischen gekommen. Ein Todesfall. Du kannst nicht einfach machen, was du meinst. Was sagst du jetzt? Sagst du ja? Wir haben das doch schon 100 Mal durch. Vielleicht war es mit seinen Spermien, wenn die genauso fad waren wie er. Warte, Maria. 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 Welche Maria? Was haben sie denn da? Nur Wurst. Mortadella to go. Ist beschlagnahmt. In diesem Sommer bekommen Bob der Baumeister und sein Team ihren bisher größten Auftrag. Kaboom! Wow! Aber diesmal haben sie starke Unterstützung. Außerirdische Dinosaurier! Außerirdische Dinosaurier! Nein, 3 mächtige neue Megamaschinen. Ace! Yeah. Du hattest doch ein Poster von Ace an der Wand, oder? Kann sein. Rums! Bleib mir aus dem Weg! Und Kracher! Schön, dich zu sehen, Konrad. Hilfreich ist mein zweiter Name. Komischer Name. Du schuldest mir was. Macht euch bereit für ein riesiges Abenteuer. Ja. Und richtig viel Spaß. Pass auf. Und los geht's. Der Damm wird brechen. Pass auf. Wir brauchen mehr Sandsäcke. Und los. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Nein, das schafft er nicht. Denn wenn ein Damm Risse bekommt. Was soll ich nur tun? Nicht aufgeben. Ist echte Teamarbeit die einzige Rettung. Bob der Baumeister, das Megateam, der Film. Kann's kaum erwarten. Mega bald.